So, willkommen zurück zu Let's Play Advos mit mir, das Bastian LP. Und wir sind stehen geblieben bei der Sonne und wir machen jetzt die Sonne. That area is an oven. Don't go burning that R-Wing. Be reasonable, Fox. I'll be careful. Good luck. So, diese Welt ist wirklich behindert, also wirklich. Er ist so heiß hier, dass wir dauernd Energie verlieren. Dauernd. Also wir müssen dauernd Energie sammeln, damit wir nicht ja, kaputt gehen, weil unsere Airbags sind einfach, ja, das halten die nicht genug aus. So, wir fliegen immer ganz oben, weil das so günstig ist. Wenn wir hier sind, wenn wir, seht ihr, wie wir Energie verlieren? So, jetzt gehe ich mal runter. Seht ihr? Hier verlieren wir ganz schnell Energie. Deshalb müssen wir ganz oben fliegen. Immer. Ja, ich weiß. Ich habe es gerade demonstriert. So, wir müssen jetzt... Jetzt müssen eigentlich mal Steine kommen. Da ist Energie drin in diesen Felsen. Wir müssen so viel wie möglich aufschießen. Und hier ist Bill. Laser. Ja, ich habe wieder den besten Laser. Schießen ab. Ja, ich bin wahnsinnig. So, jetzt sind wir bam. Sekundale Tauder ab. Gleich Tauder ab. So, wiedersehen Bill. Das war's. Das war da, die paar Minuten, ein paar Sekunden. Goldener Ring. Ja, ich bin ja so ein Idiot. Ich sehe den Goldring und sammle den nicht auf. Die Vögel sind auch böse. Also die Dinge sind auch Energie. Hier, Goldring, ich sammle den nicht. Warum sammle den Goldring nicht? Das ist eine Bombe, oder? Von drauf bekommen wir immer eine Bombe. Immer. Oder fast immer. Ja, Bomben. Ja, die neuen Bomben sind das höchste, was ich kriegen kann. Die Bomben sind voll. Ja, Falco, ist alles okay. So, wieder Energie holen. Oh Mann, wie schlecht. Das liegt wieder viel zu nicht so tief. Ich hab ihn gefunden. Da ja, abschießen, ne? Mann! Den, aber den nehme ich jetzt, den Goldenen Ring. Den nehme ich jetzt. Wieder eine Bombe abschießen, einfach mal so, das tut sich rein. Komm noch, noch mal eine Bombe. Ja, genau, Bombe. Der bringt so viel Stimme. Auch echt! Mann! Steine sind komisch, bin das meint irgendwas Wertvolles drin. Manchmal. Es gibt silberne Sterne. Und diese silbernen Sterne, die füllen deine volle Energie wieder auf. Wenn ihr die so mal einen seht. Der füllt die volle Energie wieder auf. Ich komme aber nur manchmal. Also müssen wir die Arme abschießen. Ja, es sind die Arme. Ich weiß noch. Ich weiß. Von da hinten raus ein bisschen schwer zu zielen. Jetzt hat ihn den links. Voll, das war der erste Arm. Wir haben ja auch schon ein bisschen bearbeitet den Arm. Scheiße, das war jetzt nur den Kopf. Nur noch den Kopf, Leute, da haben wir's. Leute, der Kopf. Nein, jetzt taucht er unter, dieser Penner. Ich hasse ihn. Ja, hallo, hallo, Schatzi. Ja, komm her. Ich werde dich bekennen. Komm, schieß. Schieß, Fox. Schieß. Jawohl, geschafft.
Du hast es geschafft! Leute, das war die Sonne. Und jetzt haben wir noch einen Planeten. Und wenn wir den einen Planeten noch haben, dann haben wir... habe ich euch mal etwas... alle Planeten gezeigt. Siehst du mein Schiff? Es ist dein Wrack. You worry about your own heart. Oh, jetzt haben wir was anderes. Du weißt also immer dann, siehst du mein Schiff, es ist dein Wrack. So Leute, das nächste Level jetzt heißt der endlose Zug. Und dieses Level ist ein Panzerlevel, das heißt, ich werde wieder in einem Panzer sitzen. Und nach diesem Planeten werde ich das Play beenden. Ich werde nicht das zu Ende spielen. Ich habe euch dieses letzte Mal nur das sehen müssen. Alle anderen Planeten haben ich euch gezeigt, habt ihr alle andere gesehen. Das mache ich jetzt noch. Und dann wird das Play beendet. So, Leute, der letzte Planet war leider etwas. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Wie gesagt, das heißt jetzt der endlose Zug. Ihr seht es. Und diesen Zug, den müssen wir einfach abknallen. Wir sind im Panzer. Und greifen den Zug an. Einfach. Ich finde den Panzer einfach blöd. Den Panzer kann man sehr, sehr schlecht, ja, wie soll ich sagen, besteuern. Einfach auf den Zug schießen. Mehr ist das. Es ist einfach, ja. Natürlich werden wir beschossen, dass die Feinde in der Abschubbasis. Was aber irgendwie keinen Nutzen hat für... ja, einfach. Gut. Es ist noch einfach, Leute. Jetzt ist noch einfach. Aber bald wird es schwieriger. In diesem Land gibt es auch zwei Enden. Und dieses Ende entscheidet dann... dieses Ende entscheidet dann, wo wir hinkommen. Ob wir... entscheidet, ob wir auf den... ob wir das leichte Ende machen. Oder das... oder ob wir auf den Nullplaneten kommen. Oder auf den vierten Planeten. Wer mit Outer Space geht hat, weiß, was ich meine. Es entscheidet, ob wir... das den richtigen Endlos machen, ob wir das schwere Ende machen oder das leichte. Dann das entscheidet die Mission. Und ich werde versuchen, dass ich das schwere Ende mache. Also versuchen, dass ich die Mission schaffe. Man muss doch etwas machen. Ich zeige euch dann später, was ich versuche es zu machen, was ich mache. Und ich kann euch mal erzählen, dieser Zug müssen wir angreifen, ja. Am Ende dann wird dieser Zug geht zum Endgegner, ja. Und bevor dieser Endgegner kommt, müssen wir 8 Drehschalter umstellen. Und mit diesen 8 Drehschaltern dann, diese 8 Drehschalter entscheiden dann, und diese 8 Drehschalter, wenn wir alle umlegen, können wir ganz voll mit einem Hebel eine Weiche umstellen. Und wenn diese Weiche umstellt, haben wir es geschafft. Dann wird der Zug nämlich... dann seht ihr, aber ihr seht da was passiert. Ich werde nicht zu viel verraten. Ich mache dann mal weiter und versuche das Ende zu schaffen. Es kann nämlich sein, dass ich irgendwas verpasse, dass ich irgendein Ende nicht... dass ich den Drehschalter vergesse. Man muss nämlich wirklich alle 8 Drehschalter umlegen, sonst zählt es nicht. Jetzt kommen wir das machen. So, jetzt ist das nächste. Kisten. Alle Kisten abballern, damit wir nicht warm zerstören können. Eine Kiste. Gut, das war gut. Die nehmen wir mit.
auch noch. Explodiert, es explodiert alles. So, jetzt fängt das mit auch D-Shot dann an, Leute. Da aufschießen, ich nehme sie hoch. So, hier ist der Endgegner drin, das kann man nicht machen. So, wir müssen die 8D-Schalter beschießen. Die sind hier nach dem Ding. So, hier müssen wir beschießen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4. Nummer 3, auch betätigt, Nummer 4 ist betätigt. Wir müssen hier durch. So. Hier ist Nummer 5. Da ist der Endgegner hier oben. Hier ist nix. Wir müssen hier durch. Hier ist Nummer 6. Das war Nummer 6. So, wir haben alles umgelegt. Seht ihr, alle Glühlampen leuchten. Jetzt will ich einfach die Weiche. Einfach hier auf den Hebel schießen. So, geschafft. So, jetzt wird die Weiche umgestellt. Und der Zug muss jetzt hier lang fahren. Das ist dann Ende. Stop it! 50 Kids bekommen wir dafür. So. Wir müssen jetzt auf diesen Runden daneben kommen. I can see the look on that stupid face. Wenn wir nicht alle 8 als Dichter beschießen würden und es nicht schaffen würden, die Weiche zu umstellen, und dann vergessen würden, dann müssen wir den Endgegner besiegen. Wir müssen ihn dann ganz normal besiegen. Wir müssen ihn erst einen abschießen und ihn dann noch kaputt schießen. Aber ich mache immer das, weil es einfach das Einfachste ist und man, es ist schaffbar. Wenn man genau was mit Drehschalter stehen, weiß man, was man machen muss. Ja Leute, das war's. Das war letztes Bild, was noch zu zeigen war. Ich habe die leichte Route gespielt. Ich habe die schwere Route gespielt. Und ich habe noch die letzten drei Planeten gezeigt, die noch zu zeigen waren. Live Boss ist fertig. Es ist beendet. Ja, es wird jetzt noch weitergehen. Wir müssen jetzt auf den Rundenplaneten kommen. Mit Endos Luftabwehr. Aber das machen wir jetzt nicht, das haben wir schon gesehen. So Leute, das war's. Als nächstes Projekt werden wir Ocarina of Time sehen. Ich werde die nächsten Tage irgendwann, wenn ich Zeit und Bock drauf habe, werde ich Ocarina of Time anfangen zu spielen. Wird ein sehr großes Projekt werden. Ja, ich werde Ocarina of Time spielen. Ocarina der Links. Nicht Mann. Wie heißt es? Es heißt The Legend of Zelda Ocarina of Time werde ich anfangen zu spielen. Und parallel dazu werde ich entweder etwas spielen, was ihr mir vorschlagt, oder noch ein anderes Spiel. Vielleicht irgendwie was wie Mario Party oder Super Mario 64 oder irgendwas anderes. Ich werde irgendwas parallel dazu spielen, weil nur Ocarina of Time wird auf jeden Fall langweilig. Ich werde Ocarina of Time spielen und parallel noch ein Spiel. Ja, das war's. Leider war es abgeschlossen. Ich habe euch alles gezeigt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Beim neuen Let's Play von mir. Bis dann, euer Sebastian LP. Tschüss.